Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück bei Yonda. Wir waren zuletzt bei der Krimskram-Gilde und ja, haben uns jetzt quasi angeschlossen. Müssten jetzt Sachen kreieren, würde ich auch gerne in Zukunft, aber wir brauchen noch Eisen, wir brauchen Steinkonstrukte, wir brauchen im Endeffekt noch alles andere und auch Lehm brauchen wir reichlich. Und von daher müssen wir da mit dem Ausbau definitiv noch mit warten. Da sind wir noch nicht so weit. Jetzt ist die Frage, jetzt könnten wir hier... Oder wir müssten ja jetzt eigentlich hier auf die andere Seite. Nur, wie kommen wir da hin? Wahrscheinlich hier... Oh Gott, da müssen wir einmal komplett rum, ne? Hier kommt man ja gar nicht hin, ist eine ganze Felswand. Jetzt fängt das an, dass das Ganze hier so ein bisschen unterteilt ist, ne? Dass man hier gar nicht mehr so einfach an gewisse Orte kommt. Und ja, Sakari, geht so. Geht so. Noch bin ich nicht müde. Noch. Aha, eine Brücke bauen. Ein guter Platz für eine Steinbrücke. Na, haben wir nämlich auch nicht, den ganzen Kram. Steinbögen, Steinsäulen brauchen wir dafür. Und das haben wir nämlich auch nicht am Start. Dann können wir diese Quest direkt wieder rausnehmen. Denn die Steinbrücke konnten wir schon vorher nicht bauen. Auch wenn wir da hinten Quests haben ohne Ende. Aber diese müssen leider erstmal warten, bis wir erstmal rüberkommen. Kurz das Mikro ein bisschen anders machen. So. Das muss dann halt auch erstmal warten. Genau, das ist jetzt das Ausrufezeichen für die Brücke. Naja. Nein, nicht reinfallen. Das wäre schlecht, weil wir können ja nicht schwimmen. Hier sind nur Bäumchen. Komm, nehmen wir mal wieder ein paar Steine mit. Ich denke mal, die werden wir jetzt noch reichlich brauchen, wenn wir vor allem endlich mal einen finden, der einen Steinmetz, der uns die Steine umwandeln kann. Dann werden wir... Oh, hier sind wieder die Blumenschweinchen. Interessant. Will ich ganz gerne auch noch eins fangen, aber dafür brauchen wir erstmal die Gehege. So. Jetzt erstmal Stein soll es sein. Nehmen wir mit. Nö, den Angelwettbewerb mache ich jetzt nicht mehr mit. Das haben wir schon mal gewonnen. Auch wenn es das jetzt gut Fische gebracht hatte. So als Nebeneffekt. Ganz nice, aber... Nee. Gerade nicht. So, da hinten ist ein Fragezeichen. Und hier haben wir nochmal was zum Einpflanzen. Dann gucken wir nochmal eben nach. Wir haben jetzt... genau, wir haben jetzt diese Region hier erreicht. Das ist jetzt das Crestfalk... das ist jetzt die Crestfalk-Küste. Und diese müssen wir natürlich auch noch erkunden. So. Zack. Und... Zack. Das nehmen wir auch nochmal mit. So. Was haben wir denn hier? Okay... Moment mal. Heißt es vielleicht, dass diese Sterne beinhaltet, dass hier ein Geist ist? Das sieht mir doch fast so aus, oder? Dann überall da, wo die Sterne sind, sind dann Geister, oder wie? Oh, falsche Richtung. Ja, jetzt ist auch egal. Nein. Kann das sein? Da müssen wir mal drauf achten, ob sich das dann ändert. Hallo? Ich denke, da haben wir unsere Beziehung gerade gebogen. Du und ich, zwei Kumpel auf Reisen. Kupp. Yay. Haben wir einen neuen Reisegefährten. Los, Schrift, verschwinde. Ich will einen Screenshot machen. Danke. So. Einen neuen Reisegefährten. Dann schauen wir doch mal eben nach. Kupp.
Kupp ist ein sehr direkter und logischer Geist. Persönlichkeit logisch, Lebensraum bei Statuen. Und es ist aber trotzdem noch ein Stern hier. Ich hätte gedacht, dass vielleicht ein Stern bedeutet, dass hier ein Geist noch zu finden ist. Anscheinend nicht so wirklich. Ein weitläufiges Gebiet hier, ne? Okay, wir haben nicht mehr so viele Samen. Jetzt müssen wir langsam mal wirklich wieder Büsche wegmachen. Okay, da hinten ist ein Fragezeichen, da gucken wir gleich auch mal nach. Ja, gut, hier ist nichts wirklich. Ah, Erze. Die nehmen wir immer mit. Unser Einkommen, wenn wir es so wollen. Und natürlich auch zum Herstellen von vielen Dingen. Okay, hier waren wir schon. Dann gehen... Warte mal. Ne, da habe ich alles angepflanzt, ne? Ja. Ein Blumenschwein. Die Blumensau. So. Hier entlang, da oben ist eine Statue. Und hier ist eine Kiste mit türkisen Shampoo. Und ihr wisst, was das bedeutet. Fridolin wird verändert. Ach du Scheiße. Ja. Warte mal. Und zum guter Letzt... Sieht so bescheuert aus. Ah, okay. Ja, interessant hier die Stadt. Mocha-Bucht. Oder Mokka. Mocha. Ich nenne es einfach Mocha-Bucht. Als Landarbeiter. Wir merken, es wird nicht mehr besser mit der Frisur. Ja, das stimmt. Sprechen. Ja, okay, bei dem läuft es auch nicht gerade gut mit dem Style. Ich hörte, Arbrekam hat viel zu viel Ausrüstungswaren. Da solltest du hingehen, wenn du welches suchst. Ja, vielleicht. Und hier kriegen wir nochmal einen Geist. Überall leckeres Essen, da schlag ich zu, Pitcher. Oh, wie es aussieht, hast du was Leckeres im Rucksack. Dann schauen wir doch mal nach, Pitcher. Ups. Der müsste relativ weit unten sein, da ist er. Pitcher ist ein seltsamer Geist mit einer Vorliebe für Geschirr. Lebensraum bei Küchengeräten, Persönlichkeit aromatisch. Ein Tipp für dich. In Fairmont sind sie an allem interessiert, was mit Dekoration zu tun hat. Ja, so könnte man natürlich dann ausgewogen Sachen verkaufen etc. Aber müssen wir eigentlich nicht, denke ich mal. Hoffe ich doch. Oh, die haben ja alle so einen besonderen Style, ne? Aber wir passen hier irgendwie hin mit unserem komischen Outfit. Lauren. Dieb, Schurke, lausiger Lemmington Langfinger. Jemand hat meine Lemmingtons gestohlen. Ich habe so schöne Küchlein für Oma Myrtle gebacken, seit sie neulich diesen furchtbaren Sonnenbrand bekommen hat. Geht sie nicht mehr aus dem Haus. Ich weiß, dass Amibel Imolkin und Bugs in der Nähe waren. Kannst du herausfinden, ob jemand etwas mitbekommen hat? Ja, kann ich machen. Die Namen sind in dem Spiel immer sehr merkwürdig. Na, Fridolin. Das ist typisch Fridolin. So eine typische Fridolin-Aktion. Erstmal vom Hausdach fallen und ersaufen. Ich dachte, ich hätte jemanden in einem roten Kittel gesehen, aber die Sonne hat mich geblendet. Amibel und Bugs haben solche Kittel. Amibis Scrumple ist vorhin durch die Stadt gelaufen. Sah aus, als hätte es etwas im Maul gehabt. Okay.
Ich suche Schreiner-Sets. Ja, da sind wir noch. Das suche ich selber. Also, ciao. Finnen. Ich habe Emibel vorhin bei Laurens Haus mit ihrem Scrumble spielen sehen. Hast du Immokens tollen Kittel gesehen? Ganz neu und so hübsch rot. Oh Wein, ich habe eine Glocke in der Nähe des Tisches gehört. Hat geklungen wie die Glocke an der Tasche von Bex. Oh. Imogen hat vorhin vor Lowens Haus gewartet. Ach nein, du schon wieder. Ich will nichts kaufen. Oder bestellen oder was weiß ich was. Lass mich einfach in Ruhe. Emily, hast du gesehen, dass Emibel ihrem Scrumble ein neues Glöckchen besorgt hat? Bex hat das gleich. Ja, es ist dann auf jeden Fall hier Amiibel. Der arme Bex ist krank und musste einen Pullover über sein hübsches rotes Hemd ziehen. Jubile. Jeder Tag sollte ein Feiertag sein. Warum besorgst du mir nicht etwas Festivalsaft und wir singen bis zum Morgengrauen? Das ist die richtige Einstellung. Ich werde dich eine Weile begleiten. Putsch. Komm, im Duett. Okay. Putsch ist ein fröhlicher Geist und findet ständig einen Grund zum Feiern. Persönlichkeit glücklich. Lebensraum, wo es Essen und Trinken gibt. Okay, interessant. Hey, Jojo Godzinhairo. Hola, Reisender, hat dich der köstliche Duft aus meiner Küche angelockt? Es riecht Marioso. Fantastisch, ja? Erlaube, dass ich mich vorstelle. Ich bin Jojo Godzinhairo. Oh Gott. Ein extra. Ordinaro, außergewöhnlicher Küchenchef und Anführer der Küchengilde. Wir sind Fürsten des Frühstücks, Meister des Mittagessens, Sultane des Snacks und Apostel des Abendessens. Ja. Wenn du zur Gilde gehören willst, musst du beweisen, dass du es gebacken bekommst. Bring mir einmal Wasser und einmal Öl. Por favor, bitte. Und Öl? Wo kriege ich denn Öl her? Hier ist so ein Händler. Vielleicht kann ich da direkt Öl kaufen. Händler? Ach, hier die Dingens. Bummens. Bäckerhaube, Topfschnitz, langer Scheitel, Haarknoten, Bäckerschürze, Bäckerhose. Ja, und hier Kroffelgeweih. Ölflecken-Shampoo? Nein, nein. Sternrucksack. Sternrucksack ist dann wiederum süß irgendwie. Aber Öl müssen wir mal gucken. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Hier haben wir aber noch nicht mit allen Leuten geredet. Da haben wir auch nochmal einen Händler. Also Öl. Ja, tatsächlich Öl. Öl brauchen wir aber auch gleich mehrfach. Denn wir brauchen auch noch für die Dingens hier, für die Fertigungsgilde da, brauchen wir auch nochmal Ölsachen. Eisenerz, dann können wir doch direkt mal 9-mal abgeben. Zack, Hand. Oh, einmal sogar weglegen, ich Idiot. Nein! 8-mal. Extrem. Mathe. Du Genie. So, handeln. Ja, annehmen. So, du hast entdeckt Öl. Ja, entdeckt habe ich das. Ach so, warte mal. Habe ich das jetzt entdeckt? Warte mal, das interessiert mich jetzt mal. Kann ich das jetzt dadurch craften? Oder wie? Nein. 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 Hier ist es auch nicht mit dabei. Da auch nicht.
Schade, ich hätte gedacht, ich könnte das jetzt dann durch dann craften. Hier, hallo. Sehr gut, du hast alles. Okay, bring diese Butterbeerenblume zur Flussmühle und mache Mehl. Ja, gleich. Erstmal will ich jetzt hier diese Mission fertig machen. Wir wissen ja, Amiel oder wie der heißt, sprich mit Bala. Imulkin hat vorhin nach Lauen gesucht. Bax hat mir gesagt, er könne Lauens Backofen auf der anderen Seite der Stadt noch riechen. Er ist so ein Schleckermaul. Da müssen wir ihn gucken. So, hier. Bei Lowin abliefern. Jetzt haben wir ganz schön viele Quests am Start, ne? So, sprechen. Ich glaube, das ist da war. Die war. Halo, natürlich habe ich deinen Lemmingtons genommen, wie du mir gesagt hast. Hä, was? Du hast gesagt, wenn du nicht zu Hause bist, soll ich sie einfach nehmen und zu Oma Myrtle bringen. Als ich vorbeikam, lief Pixie mit Pax Glocke davon und ich hatte keine Zeit, dir zu sagen, dass ich die Lemmingtons genommen habe. Oh, das ist mir furchtbar peinlich. Danke, Amiibel. Und du, mein Freund, tut mir leid, dass die ganze Mühe umsonst war. Bitte nimm ein Biskuit als Dankeschön und hier mein geheimes Rezept. Yay! Hilfe für andere Errungenschaft. Lemmingtons. Und neues Rezept. Lemmingtons. Lemmington, gucken wir mal. Das wird dann hier beim Kochen sein. Dafür brauchen wir. Gut, Kroffelmilch dürfen wir dann wohl auch erstmal nicht mehr verkaufen. Aber für den Rest, nein. Gott, da brauchen wir richtig viel. Gut, dann gehen wir mal zu dieser besagten Mühle, nachdem wir diesen Schatz hier geholt haben, den ich natürlich sofort gesehen habe. Kupfershampoo, das klingt ja auch schon wieder nach dem neuesten Modetrend hier. Kupfershampoo. Was zur Hölle? Also ich will das da vorne sehen, aber warte mal, bevor wir da hingehen, war hier noch was? Nee. Ach, ich bin immer so neugierig. Quallenparty. Hallo? Ich kann aber nicht da hinten. Was zur Hölle? Düsternis entfernen. Jetzt haben wir ja schon 11. Es geht voran. Guck mal. Ach du Scheiße. Jetzt bin ich aber neugierig. Schweinchen, was machst du denn hier ganz alleine? Und ah, da ist doch eine aus unserer Crew. Das ist eine aus unserer Crew. Sieht man auch im gleichen Outfit. Ja, wir gehen jetzt gleich zu ihr. Moment. Erstmal natürlich hier nichts übersehen. Seemännin Jip. Ob man das wohl essen kann? Jojo, Kotsinihairo, wo würde es bestimmt wissen? Ah, hallo, freut mich, dass du gesund und munter bist. Mir geht es auch gut. Ich habe mich bis zu dem Dorf da drüben durchgeschlagen. Und stellt sich heraus, da leben lauter Köche. Mann, ist das Essen dort gut. Ich sammle Zutaten für einen neuen Eintopf, den ich dem Tüftel nenne. Nun sagt Kapitän Pullin bitte, dass es mir gut geht. Er kann gerne mal vorbeikommen und meinen Eintopf probieren. Ja, okay. Die Nüsse, es gibt es keine Kinder mehr. Ja, das haben wir schon mitbekommen. Aber kommen wir da auch hoch oder irgendwie rum? Oder ich bin jetzt schon wieder so neugierig. Ich glaube aber nicht, dass wir da hochkommen. Nicht bei unserem Super Genie Brain Fridolin, der absäuft. Nein.
Gut, auf jeden Fall nochmal eine aus der Crew gefunden. Das freut mich. Und wir konnten nochmal ein Bäumchen setzen. Ansonsten können wir uns jetzt hier wieder verabschieden. Das sind einfach nur, keine Ahnung, Quallen, die da sind, eine Riesenqualle. Keine Ahnung, was man da jetzt machen kann. Da kann man auch nicht hin. Ist halt einfach nur so optisch, denke ich mal. Hoffe ich doch. Nicht, dass ich da irgendwie was übersehe. Ach, du bist wieder hier der Angler-Typ, ne? Ja, nee, nee, nee. Nee, nee, das hatten wir schon. Du verfolgst uns auch immer auf Schritt und Tritt an Orte. Klar, ich müsste vielleicht auch mal hin und wieder mal mehr angeln. Aber ich finde das immer so ein bisschen zeitraubend. Da kommen wir bestimmt noch mal zu. Jetzt gerade, wenn wir dann Koch sind oder Koch werden, müssen wir es dann eh vermehrt machen, denke ich mal. Dass wir das ein oder andere dann speisen müssen oder verkochen müssen, um es zu speisen oder es zu verschenken, um Leute anzuwerben, die wir eigentlich nicht bräuchten. Eigentlich nicht. Weil wozu? So, hier haben wir noch ein Fragezeichen, zwei Fragezeichen sogar. Und hier haben wir nochmal Gras. Und da ist nochmal was zum Einpflanzen. Haben wir überhaupt noch jetzt was? Ne, wir haben nichts mehr. Shit. Ah, wunderbar. Dann haben wir gerade nochmal den rettenden Samen bekommen. So. Hier ist sonst noch etwas in dieser Schlucht, außer jede Menge Palmen. Ah, eine Schatztruhe. Und Erz. Okay. Also hier könnte man gut Holz fällen. Und ansonsten. Ja, haben wir hier die Düsternis noch. Aber ob wir die wegkriegen oder nicht, ich würde sagen, das erfahren wir in der nächsten Folge von Yonder. In 2 Tagen geht es weiter. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Dieser Cliffhanger muss mal sein. Und bis dahin sage ich erstmal Tschüss.